Deutschland. Politische Kapriolen beim Karneval, Politik Deutschland. Dieses Jahr hatten die Jecken leichtes Spiel beim Karneval in Köln und Düsseldorf. Die jüngsten politischen Kapriolen lieferten Vorlagen zur Genüge für die närrischen Tage. Die große Kollision. Das Ende ist nahles und ein durch den Fleischwolf gedrehter SPD-Chef, der selber Schulz ist. Die CDU-Chefin wurde als geduldige schwarze Witwe dargestellt, die als Spinne glücklich all ihre SPD-Gegenspieler verspeist und bereits auf den nächsten, bitte warte. International wurden der Nordkorea-Konflikt und der lange Abgang Großbritanniens auf die Schippe genommen, Kim Jong-un beim Dirty Dancing mit der Bombe oder Großbritanniens Premier Theresa May bei der schwierigen Geburt des Brexit-Alien. Und auch die MeToo-Debatte sorgte mit einer Schweinepolka für Fotomotive.